Guten Abend, so liebe YouTube-Gemeinde und Abonnenten und solche, die sich als solches hier ausgeben, aber doch nur faken und nerven wollen. Sie haben meine Kursänderung oder kriegen das im Laufe der nächsten Stunden noch mit. Klartext ist gestorben. Jetzt gibt es nur noch den Arschloch-Terminator 67. Das Portal für antirassistische, antiextremistische, religionsfanatisch bedingte und sonstige unmenschliche, grausame Entitäten in inkarnierter Form dagegen und auch hier Religionsfanatiker und so weiter. Und zum Beispiel Abschaum wie Sie, sage ich mal, mit Vorbehalt, kann ja sein, dass es auch nur eine Ente ist, um aufzuwiegeln, das werde ich noch herausfinden. Werter Markus, Herr Hatebox, Was ist denn da los? Mir trug eben ein Vögelchen zu, dass Sie meine Videos urheberrechtsverletzend, zweckentfremden, umtiteln und rufschädigend wo auch immer verbreiten. Sie haben exakt von jetzt an, wir haben es exakt, warten Sie mal, ja, 20 vor 5 oder so in dem Dreh sehe ich jetzt nicht bei meiner Beleuchtung. Sie haben exakt 2 bis 3 Stunden Zeit, sämtliche Videos zu entfernen. Ansonsten schwöre ich Ihnen, und ich kann mir diesen Luxus in dieser Gesellschaft erlauben, da ich nicht mehr zum System in dem Sinne gehöre, als aus was für Gründen auch immer, was meine Privatangelegenheit ist, erwerbsgeminderter Minijobber, der auch eine Grundsicherung bekommt. Ich finde Sie und ich mache Sie fertig. Ich schlage Sie nicht nur real zum Krüppel, mehr noch, Sie werden dann auch den Rest Ihres Lebens, Ihres Daseins als Krüppel an mich denken und Sie werden für viele Jahre an mich Schmerzensgeld zahlen müssen für diese Urheberrechtsverletzung und rufschädigende Art und Weise, meine Videos aus dem Kontext zu reißen, zu verfremden, umzutiteln, wie mir gesteckt wurde und so weiter. Ich meine, das tut ernst. Mit mir legt man sich besser nicht an, weder über das Medium Internet noch in real. Ich kann mir den Luxus leisten. Verstehen Sie, dass da draußen dies betrifft, über Leichen zu gehen? Was Schlimmeres kann mir nicht passieren. Und dann bin ich sicher vor Ihnen allen da draußen, vor diesen Monstern, als dass ich in der forensischen Psychiatrie landen würde und ein feines Leben habe. Ja, abgeschirmt von diesem ganzen menschlichen Müll und Abschaum, der sich hier im Internet durch Sie widerspiegelt. Also, Hatebox, ja, löschen, löschen. Oder du bist schneller auf der Abschussliste und deine Familie wird dann Erklärungsnöte haben. Ich weite das dann auch aus und werde deine ganze Familie denunzieren und bloßstellen. Was für ein Monstrum an Mensch, Sohn, Kind, wie auch immer sie in die Welt gesetzt haben, ja? Du machst dich tot und glücklich, Hatebox, tot und glücklich, wenn das stimmt. Wenn das Substanz haben sollte und man mich da bloß nicht nur aufwiegeln will. So, und nun wissen andere YouTuber auch, wie das jetzt hier läuft. In Zukunft werden zukünftige Videos von mir immer mit deaktivierter Kommentarfunktion hochgeladen, denn ihre Meinung, die Meinung von solchen Leuten wie Ihnen, ist komplett irrelevant. Ja, die hier mit Dreck um sich schmeißen, die hier Hass verbreiten und so weiter. Ich bin hier der Chef, ja? Und was ich sage, hat Hand und Fuß. Schließlich war ich in der Jugend Krankenpflege- und Altenpflegehelfer. Und Sie hätten gekotzt, wenn Sie zum Beispiel wie ich in meiner Jugend einen alten Mann namens Herrn Kleoff gepflegt hätten, dessen Rücken lebendig verfaulend war, schwarz, Dekubitus im Endstadium und der künstlich ernährt wurde. Also mehr braucht man nicht mit Menschlichkeit zu kommen. Ja, ich bin mehr Mensch, als Sie alle zusammen je sein werden. Ja, Sie Abschaum in Menschengestalt. Normalerweise müsste man für solche Subjekte, für solche Extremisten wie euch, für solche hassverbreitenden sowas wieder wie Konzentrationslager einrichten, damit diesmal die richtigen menschlichen, erbärmlichen Kreaturen, die die Bezeichnung Mensch nicht verdient haben, da sie jeglicher menschlichen Regung und Empathie für Schwächere und in Not geratene entbehren, für euch müsste man das weltweit einrichten wieder sowas, ja, dass diesmal die Richtigen auf diesem Planeten vergast werden, ja, oder standrechtlich erschossen. Wäre ja doch mal eine Idee, sowas auf die Agenda zu bringen, ne? Was meint ihr, wie schnell das Internet sauber wird von diesem Abschaum, der sich hier unter uns mischt und meint, hier rumspacken zu dürfen? So, also Hatebox, die Uhr tickt, keine 3 Stunden mehr. Und habe ich auch irgendwann einmal den geringsten Hinweis darauf, dass du meine Videos zweckentfremdest, bist du ein toter Mann, und zwar buchstäblich. So, und das liebt ihr doch so, ne? Brot und Spiele, ihr dämliches, dummes, grenzdebiles Gesocks. Ihr könnt Brot und Spiele bekommen von mir. So sehr, dass so manch einem Angst und Bange wird, wenn er dieses Video hier sieht. Denn so gucken nur Leute in die Kamera, die nicht wirklich mehr viel zu verlieren haben und die sich den Luxus leisten können, jegliche Normen zu brechen, wenn es drauf ankommt, und euch den Spiegel vorhalten. Eure eigenen Unmenschlichkeit und Grausamkeit und Bestialität. Ja, und ich hoffe, einigen von euch passiert noch viel in diesem Jahr oder im nächsten Jahr. Ja, jetzt nicht unbedingt, das wünsche ich niemandem. Schon gar nicht lieben, anständigen, unschuldigen Bürgern, die sich amüsieren wollen zum Jahreswechsel. Aber ich hoffe, wenn was passieren sollte,
zum Jahreswechsel hin, dass da so manch einer von euch unter den Opfern sein wird, die es betrifft, die hier so gegen mich Stimmung machen. Ja? Ja. Seid froh, dass ich kein Gott bin. Seid froh, dass ich kein Gott bin. Dann wäre über Nacht alles vorbei. Für euch alle, weltweit. Ja? Dann würde es einen Genozid geben, den die Welt noch nie gesehen hat, an diesen menschlichen Monstern wie euch. Seid froh, dass ich kein Gott bin. Und dass ich noch sowas wie ein kosmisches Gewissen habe, im Gegensatz zu vielen von euch. Zur Hölle mit euch. Guten Abend. Hier ist nochmal der Betreiber des YouTube-Kanals Klartext. Mann, mit so einer Resonanz hätte ich ja nun nicht gerechnet bei meinem kleinen Dankesvideo zu Herrn Volker Bellendorf und meiner guten Erfahrung im Hangout da vorhin. Toll. Jetzt sind die Troller auch bei meinem kleinen, eigentlich bedeutungslosen Kanal mit 50 Abonnenten angekommen. Aber ich habe ja Humor. Und ich bin ja auch tierlieb. Ich lese Ihnen jetzt inklusive Nennung der Pseudonyme, der sich diese subversiven Untermenschen bedienen, die Kommentare vor, die natürlich, wie sollte es anders sein, bei solchen Spacken immer unter der Gürtellinie abzielen. Daran erkennt man schon, aus welchem Stall sie alle stammen. Kinder von Bruder und Schwester? Um mal den Ball so zurückzuspielen? Ich denke mal, die meisten, ja, mental zumindest, haut das schon hin, bei den meisten von Ihnen. So, nun lese ich vor. Da schreibt einer und denkt, er kann mich damit für blöd verkaufen, mit einem Bild eines älteren Mannes, Siegfried Heil. Sehr geehrter Herr Klartext, man kann auf Ihrem Kanal leider keine Kommunikation mit Gleichgesinnten führen, laut Kommentare leiste, sind 11 verfügbar, doch keiner öffentlich einsehbar. Ich bitte Sie, dies baldmöglichst zu ändern. Sollte es sich bei diesen Kommentaren um sogenannte Trolle handeln, sollten Sie diese trotzdem öffentlich zur Verfügung stellen, da sich dies sonst dauerhaft auf Ihr Like-Dislike-Verhältnis auswirkt. Ich bitte Sie hierfür freundlichst um Ihr Verständnis. Des Weiteren kann ich Ihnen ebenfalls nicht empfehlen, die Bewertung oder die Kommentarfunktion generell zu deaktivieren, da dies mit regelmäßigen Strikes und Anzeigen wegen § 130 StGB gegen den Kanalbetreiber geahndet wird. Ich freue mich auf eine zeitnahe Antwort Ihrerseits. Wie grenzdebil, Herr Siegfried Heil, halten Sie mich denn? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Weiter. So, dann nennt sich hier einer Schwulgeier Rüdi und der schrieb vor 27 Minuten, Siegfried Heil, dein Kanal ist bald Geschichte, du knochiger AIDS-Nazi. Ach so, auf den war das bezogen. Dann schreibt hier ein Fixspender, Kröte du, und dann ein Bossmonster, also wahrscheinlich einer von der Yo-Yo-Yo-Yo-Man-Fraktion, wurdest du als Kind missbraucht. Dann eine Person, die sich hier Fixknolle nennt vor einer Stunde, erbärmlich. Dann ein Fixbub, so Kanal wurde gemeldet, viel Spaß bei der Schließung, du Ekel. Ja, wer hier wohl ein Ekel ist, das steht wohl nicht zur Debatte. Dann eine Geiernase, ekelhaft bist du, dein Kanal gehört verboten. Dann ein Markus Steim, was bist du denn für ein erbärmlicher, pipi-trinkender Aasesser oder AA-Esser vielmehr? Wir sorgen dafür, dass dein Schrottkanal gespürt wird, du Pupriecher. Ja, Markus Stein, ja. Du könntest diesen Satz noch nicht mal zu Ende sprechen, wenn du mir gegenüberstehen würdest. Da würdest du schon an einer Lache aus deinem eigenen Blut liegen. So viel dazu. Prinz Fixbub von Anhalt. So, Anzeige geht am Montag raus. Du rufst zur Selbstjustiz auf, du Kloakentaucher. Nein. Ich rufe zur Wehrhaftigkeit auf. Ja, und dass wir uns verteidigen müssen.
gegenüber Leuten, die hier nie ankommen wollten und sich auch nie hier wirklich im gesunden Maße assimilieren lassen wollten. Die denken, die sind was Besseres, ne? Weil sie Türken sind, Araber oder sonst was. So, und der schwule Karl Geier schreibt, ach so, hi, hab gehört, dass du AIDS-krank bist. Kannst du dein AIDS auch mit mir teilen? Nein. Aber seh mal zu, dass du dein geistiges AIDS, das du inne hast, lieber nicht mit anderen teilst. Denn sonst sieht es schlecht aus für die Menschheit. So, was kommt da noch? Ah ja, der Lustknabe. Auch noch rassistisch geprägt mit einem Bild eines Farbigen irgendwie was. Dein Kanal werden wir fixen, du koboldhaftiger Geierniesiger Klabautermann. Ich habe keine Geiernase. Und dann schreibt ein Kloakenkali. Na, du Kloakensohn, willst du Löllis von Asylant? Und der Hatebox, der mir auch schon in Aussicht stellte, dass das irgendwie rechtliche Konsequenzen für mich hätte. Jetzt hast du Trolle auf deinem Kanal, viel Spaß. Nein, da mache ich mir doch gar keine Mühe mit. Denn das zeigt mir, wo ihr steht und dass ihr allesamt aus keinen guten Familien stammen könnt, sondern nur unterste Schublade. Zerrüttete Elternhäuser, na, vielleicht im Heim groß geworden, auf die schiefe Bahn geraten, na, mit Ach und Krach vielleicht so gerade mal das Abi geschafft, diverse Leichen im Keller, auch moralisch-ethischer Natur, damit kann ich alles nicht dienen, aber wohl jeder einzelne von euch. Wenn ihr das Internet hier als Forum missbraucht, andere zu diffamieren, anzugreifen oder bedrohen zu wollen. Erbärmlich. Erbärmlich. Man ist fast versucht zu sagen, dieses Land hat dann auch nichts anderes verdient, als mit Pauken und Trompeten unterzugehen. Bei so einer Bevölkerungsstruktur und solchen Naturen wie euch. Doch ich weiß, auch bei meinem alltäglichen realen Leben hier in Berlin, es geht auch anders. Ja, es geht auch anders. Und dass Leute wie ihr Trolle, ja, nicht die Majorität in diesem Land bildet. Ihr schwimmt momentan mit einer Welle. Aber wie das so ist mit Wellen, irgendwann mal sind sie nicht mehr in Mode. Also, ich hoffe doch für jeden von euch, dass euch jetzt mental da einer abgeht oder abgegangen ist, ne? Dass ihr euch hier auf meinem kleinen, relativ bedeutungslosen Kanal habt so austoben können, trollmäßig mit euren Kommentaren. Nein. Da müsst ihr schon früher aufwachen, um den Enkelsohn eines Lehrers, der sich auch menschlich verdient gemacht hat, mein Großvater, der Lehrer früher mal auf Sonderschulen gewesen ist und auch in der Wehrmacht gedient hat, und alles sowas, da müsst ihr schon früher aufstehen, um einen wie mich aufs Glatteis führen zu können oder einschüchtern zu können. Wenn ich das meiner 82-jährigen Mutter erzähle, die lacht sich schlapp über jeden von euch. Ich hoffe, dass all euch da draußen, die meinten, mich jetzt so großzügig mit euren gehässigen Kommentaren bedenken zu müssen, etwas Schlimmes passiert zum Jahreswechsel, dass ihr zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort seid. Jeder einzelne von euch, von Herzen. Und allen anderen, die es wohl mit mir meinen, die es gut mit mir meinen, die meinem Kanal auch eine gewisse Qualität zusprechen und das hier nicht schlecht reden wollen, wünsche ich einen guten und sicheren Rutsch ins neue Jahr 2017
Und lassen Sie uns alle gemeinsam hoffen, dass es 2017 überschaubarer wird, besser wird und dass vor allem 2017 nichts passiert in Sachen Terror oder Ähnlichem. Ich hoffe es. Denn 70 Jahre Frieden, auch wenn es vielleicht nur ein Burgfrieden ist, darf man nicht einfach so wegschmeißen. Wunderbar, wunderbar. Warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Ich habe einfach mal bei einem meiner Abonnenten, Neuabonnenten geguckt und bin dann auch auf das Abonnierte mit 76 Abonnenten, also vier weniger als das bei mir der Fall ist, von Ihnen Hatebox. Knochiger Klabautermann, Hassprediger, Nazi packt aus. Jetzt sind Sie fällig. Sie haben von jetzt an noch ich bin großzügig, 3 Stunden Zeit, alle meine Videos zu löschen, die Sie hier zweckentfremden und wo Sie mich hier vorführen wollen. Ansonsten muss ich mal irgendwann mal wieder in die Kirche gehen, ne, und emsig beten, wenn das mal alles so stimmt. Aber ganz schnell, du Drecksau. Ganz schnell, du Drecksau vor dem Herrn, oder ich werde zu deinem schlimmsten Albtraum. Real. Physisch. Ich meine das so, wie ich sage. Sind die Videos nicht alle in 3 Stunden gelöscht und alles, was du vielleicht noch im Petto hast, machst du dich tot, unglücklich und wirst von mir höchstpersönlich zum Krüppel geschlagen. Die ganze Welt, Internet-Community soll das mitkriegen. Du hast exakt 3 Stunden Zeit, Markus. Hatebox. Sämtliche Videos zu löschen. Ich habe jetzt den Beweis schwarz auf weiß vor Augen. Na? Knochiger Klabautermann macht weiter. Hassprediger gibt nicht auf. Und so weiter. Ja, Nazi packt aus. Ich bin weder das eine noch das andere. Ja, wenn du all meine anderen Videos kennst oder gesehen hast, aus welcher Richtung ich komme, als teilweise von einem Moslem abstammend und dass ich allen triftigen tiefen Grund habe, nicht nur familiär, sondern auch spirituell bedingt, mich gegen den Islam und auch einige, wenn auch nicht alle Moslems auszusprechen. Ja, vor allem gegen die, die dem Extremismus frönen. Du bist gewarnt, Hatebox. Letzte Warnung an dich. Wir haben es jetzt, warte mal, ich guck mal hier auf meine PC-Uhr, 20.44 Uhr. 21, 22, 23 ist also bis circa Viertel vor 12. Viertel vor 12, noch vor dem 31.12.2016. Nicht jedes dieser Videos nicht mehr zu finden bei dir. Bist du fällig. Und denk dran, ich komme. Ich komme, und wenn ich dich dann zusammengewichst habe, real physisch, darfst du mir dann auch noch die Rückfahrtkosten erstatten. Und kriegst noch eine Anzeige und ich schalte die Presse vor Ort ein. Die Presse in deinen Kuhkopf, wenn das mal stimmt. Mein Wort drauf. Wie sagt der Kanake oder der Kümmeltürke? Walla. Voilà.